Crash Bandicoot 2. Vortex Strikes Back. Hallo und herzlich willkommen zu meinem tollen Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. So schön, wie der Kerl das eben schon gesagt hat. Wir wollen natürlich auf Deutsch spielen. Und ja, schaut euch einfach schon mal das Intro an. Aber Meister Cortex, für die totale Macht brauchen wir nicht nur den Hauptkristall, sondern auch die übrigen 25 kleinen Kristalle von oben. Die sollen wir dir holen, wenn wir auf der Erde keine Verbündeten mehr haben. Du Narr, glaubst du, ich weiß nicht um unsere Lage? Wenn wir auf der Erde keine Freunde mehr haben, brauchen wir halt einen Feind. Crash, meine Batterie ist leer. Mach dich nützlich, großer Bruder, und hol mir meine Ersatzbatterie. Jo, und da sind wir im Spiel. Ja, wir haben schon den ersten Teil von Crash gespielt. Eine neue Person ist hinzugekommen, die wir vorher noch nie gesehen haben, und zwar ist das hier die Coco. Das ist nämlich unsere, Schwester, wie man das eben gerade auch gehört hat. Ja, und wir sollen der tollen Coco jetzt ihre doofen Batterien holen, weil ihr Laptop, alle ist. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich spiele das Ganze wieder über die PlayStation 3, weil, ich habe mir vom Dennis das Spiel ausgeliehen. Das kann ich allerdings nicht über die PlayStation 1 spielen, weil da ja an mein Laser ja ein bisschen hinüber ist, schon seit Apes Odyssey. Und, Daisy 2 ist auch schlecht, weil da macht der Grabber nicht mit. Jetzt guck, glaube ich, noch mal kurz eine Sequenz. Glaube ich. So. Wenn das nicht Crash ist. Willkommen. Ich bitte um Entschuldigung für meine Methoden, aber einer schriftlichen Einladung wirst du wohl kaum gefolgt. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum siehst du 5 Türen. Hinter jeder Tür liegt ein gut versteckter Kristall. So sehen die Kristalle aus. Hol mir die Kristalle, Crash. Mehr werde ich im Augenblick nicht sagen. Wir sprechen, was? Ja. Wir haben ein paar neue Fähigkeiten. Und zwar ist das einmal das Rutschen. Das war's. Ja, Fähigkeit, ein paar neue Fähigkeiten. Und zwar das Rutschen. Punkt. Ja, wir können uns auch noch bücken und hier so kriechen. Und das war's auch schon. Was ich euch am Ende des Let's Plays noch zeigen möchte, das möchte ich jetzt so ein bisschen einführen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es hier in dem Spiel Cheats gibt. Aber wenn es in dem Spiel Cheats gibt, dann werde ich die euch am Ende des Let's Plays zeigen. Und nachdem ich das Let's Play von Crash Bandicoot 2 hier beendet habe, werde ich dann in dem Stream den Prototyp, also die Beta-Version davon, durchspielen, weil da sind nämlich ein paar Änderungen drin, die ich euch gerne zeigen möchte, aber ich die nicht hier auf YouTube nochmal hochladen möchte, das komplette Spiel, deswegen mache ich das als Stream. Und wir gehen hier mal ins erste Level rein, aber wir gehen direkt mal raus, weil da gibt es nämlich eine schöne, eine schöne Anmerkung von Cortex.
Nein, 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 Crash. Ich sagte, bring mir die Kristalle. Los, geh wieder zurück. Ja, und das Ganze können wir dreimal machen. Ich hoffe, dass mir in der Session hier nicht mein Controller alle geht, weil sonst kann Crash mir nämlich auch ein paar neue Batterien holen. Also Akkus eher. Oder halt ein Kabel. Ja. Nein, 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 Crash! Zur Rettung der Welt brauche ich Kristalle! Kristalle! Hier! Schau, so sehen die aus! Kristalle, Crash! Geh durch eine der Türen und bring mir Kristalle! Schon ein bisschen genervt da. Und das machen wir jetzt nochmal. Schau über diese Tür. Über jeder ist ein großes, kristallförmiges Fach. Fülle alle 5 Kristallfächer in diesem Warp Room mit einem Kristall aus jedem der 5 Bereiche. Erst wenn wir alle Fächer in dem Raum gefüllt haben, können wir unsere Suche fortsetzen. Ich sage es dir jetzt zum letzten Mal. Finde ich lustig. Aber jetzt fangen wir mal endlich mit dem Spiel an. Jo. Ich werde mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, dass ich hier einige Lieder mitsummen werde. Und ja, ich bin gerade an der Kiste vorbeigelaufen, denn um den blauen Edelstein zu holen, den man eben gerade oben links gesehen hat im Warp Room, darf man hier in diesem Level keine Kisten kaputt machen. Das gibt's auch nur in diesem Level hier, was ich ziemlich lustig finde. Also es wiederholt sich nicht nochmal im Spiel. Deswegen, jo. Ich versuche auch hier keine Gegner wegzuschleudern, weil mir die nämlich auch in die Kisten reinfliegen können und dann ist mein Versuch schon mal hinüber. Und dann draufspringen ist okay. Was ich gleich auch mal ausprobieren möchte, wenn mich das interessiert, ob das hier auch funktioniert. So, jetzt ist hier ein kleiner tricky Sprung, aber das ist... Hat sogar funktioniert. Mal gucken, ob ich das hier krieg. Ja. Wir haben die... geht das hier auch? Nein. Wir haben hier eben gerade die Grube mit den Maulwürfen oder was ist das? Oder Mäusen? Ich habe keine Ahnung. Maulwürfe haben, glaube ich, keinen Schwanz. Da haben wir übersprungen. Und ein bisschen Zeit spart. Aber ich bin ja eigentlich nicht unter Druck. Aber man kann es ja trotzdem mal probieren. Und damit sind wir hier schon am Levelende. Und wir haben den blauen Edelstein. Und damit wir uns eine Ladezeit ersparen, machen wir einen auf den. Weil jetzt fangen wir direkt von vorne wieder an. Dann können wir alle Kisten einholen, weil den blauen Edelstein behalten wir. So. Jetzt kann ich das mal hier gerade probieren. Okay, das funktioniert hier auch. Ich dachte, das wird nur in der Beta funktionieren. Weil die töten uns nicht, wenn wir die ankrabbeln. Was ich lustig finde. Ja, ich kenne das Spiel jetzt... also ich habe das... Wann habe ich das denn gesagt? Ich habe letztens mal die Beta ein bisschen angezockt. Also was ist angezockt? So, weiß ich nicht. Bis wohin habe ich hier gespielt? Ich glaube, bis zum 3. Warp Room. Aber auch nicht alle Kisten geholt und so, sondern einfach nur durch die Level durchgeheizt. Ja. Und ich habe halt das Let's Play von Dave gesehen, was ich auch super weiterempfehlen kann. Das ist nämlich sehr lustig. Wow, was war das? Oh, jetzt gleich kommt das mit den Vögeln, glaube ich. Ich hoffe, das verkacke ich nicht. Wenn das hier schon mit den Vögeln kommt. Ja.
Das habe ich doch schon mal super gemeistert. Oh mein Gott. Weil wenn die Vögel nämlich, so wie der hier links ist, also sich erschrecken und dann den Kopf in den Sand stecken, sage ich jetzt mal, dann kommen die nicht mehr hoch und man kommt nicht da oben an die Kisten dran. Aber es gibt einen Trick, wie man da dran kommt, nur ich habe den noch nie probiert, aber ich versuche den gleich mal. Wunderbar. So, dann mache ich das mal hier vorne bei dem. Irgendwie so war das. Ich habe aber keine Ahnung davon. Keine Ahnung. Ich kann das nicht. Nee. Okay, das war das. Bei den Nitro-Kisten habe ich bestimmt eine Kiste vergessen, weil ich mich hier vorne auf die scheiß Vögel konzentriert habe. Bam. So. Ja, weil mein Controller, also ich war eben am erzählen, weil mein Controller ist nämlich am blinken. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass der mir hier mittendrin abschmiert und ich weiß ja nicht, ob mein anderer aufgeladen ist. Und es ist so schön bequem hier zu, auf dem Bett zu zocken. Ach ja. So, das hier ist jetzt die Bonusrunde. Das eben gerade war quasi so eine, ein schwierigeres Level. Die Bonusrunde ist eindeutig leichter als das andere, was wir da gesehen haben. Wo wir mit dem Bauch... Ach genau, den Bauchplatscher, den gibt's auch noch. Den haben wir auch noch neu bekommen. Ob ich das jetzt hinkriege? Bestimmt nicht. Doch, aber ich möchte dir gerne die Äpfels haben. Ich liebe dieses... Also das hier ist das Spiel, also der Lieblingsteil der Crash-Reihe von mir. Mich persönlich jetzt. Viele sagen, es wäre der dritte Teil, aber ich mag den zweiten am liebsten. So, und hier haben wir jetzt super die Kiste da oben gekriegt, weil da kommt man auch nur mit diesem Schiffrückenvieh dran. Na. Das mit der Maske hatte ich euch ja schon beim ersten Teil erklärt. Wir können die halt dreimal. Also wir haben, wenn wir einmal eine Maske haben, dann haben wir normalen UK, dürfen einmal getroffen werden. Wenn wir die Maske zweimal haben, dann ist sie so orange-gelb-mäßig. Dann dürfen wir zweimal getroffen werden. Und wenn wir dreimal die UK-Maske haben, Entschuldigung. Dann sind wir so ein super Fuzzi. jo. Und dann können wir alles kaputt machen. Kriegen wir jetzt gleich noch eine Sequenz. So, von wegen, yay, hast gut gemacht. Jo. Gut gemacht, Crash. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Jetzt hör gut zu. Diese Hologramme kosten viel Energie. Bei meinen Studien bin ich auf eine Kraft gestoßen, die Welt zu zerstören droht. Kristalle sind das einzige Mittel, diese Kraft aufzuhalten. Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Du musst mir daher unbedingt diese Kristalle holen. Da, Crash? 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 Bist du da, Crash? Crash? Bist du da, Crash? Oh, ich mag ihn nicht. Snowgo, da kann man an den roten Edelstein drankommen, nur ich glaube, ich bin dafür, zu ungut.